gleich habe ich mein Ziel erreicht, da wird es mir ums Herz ganz leicht. Ich hab nach vielen Stunden die Höhle nun gefunden. Und Urgroßonkel Saurinissimus liegt da in der Höhle und scheint zu schlafen. Hey, Urgroßonkel Saurinissimus! Nanu, er schläft so fest, dass er mich gar nicht hört. Da muss ich wohl noch lauter rufen. Hey, Urgroßonkel, aufwachen! Er rührt sich nicht. Er wird doch wohl nicht tot sein. Vielleicht bin ich zu spät gekommen. Was mache ich denn jetzt nur? Ja? Was ist denn? Wer ist denn da? Ich bin's, Urgroßonkel. Dein Urgroßneffe Sauri. Ach, der kleine Sauri. Sieh mal einer an. Wie nett, dass du mich einmal besuchst. Aber sag nicht immer Urgroßonkel zu mir. Sag einfach Onkel Nissi, das genügt. Ja, gern, Onkel Nissi. Du, ich hab von dir geträumt. Dass du krank bist, hab ich geträumt. Und dass du ganz schwach bist. Ja, mein Kleiner, das stimmt, was du geträumt hast. Es geht mir leider gar nicht gut. Darum habe ich mich vor ein paar Tagen aus meiner Wohnung im Sumpf hierher zurückgezogen, um in Ruhe mein Ende zu erwarten. Oh nein, so darfst du nicht sprechen, Ich meine, Onkel Nissi, du wirst noch lange nicht sterben. Du wirst wieder ganz gesund werden. Und ich will dir helfen dabei. Ich hole dir ganz saftige Sumpfdotteralgen und zarte Schachtelhalme. Wenn du viel davon isst, kommst du auch wieder zu Kräften und kannst in deine Wohnung zurückgehen, Ach, mein Junge. Ich habe überhaupt keinen Appetit. Und zum Sumpf zurückschleppen kann ich mich auch nicht. Ich bin viel zu schwach und alt. Und ich habe auch lange genug gelebt. Aber nein, Onkel Nissi. Ich will, dass du noch ganz lange lebst. Und dass du wieder so stark wirst, wie du immer warst. Du hast doch sogar früher den Tyrannosaurus Rex in die Flucht geschlagen. Ja, früher. Früher hatte ich vor keinem Feind Angst. Aber jetzt, darum liege ich ja auch hier, in der sicheren Höhle, wo mich niemand angreifen kann. Außerdem beschützten mich hier meine Freunde, die Triceratopse. Wenn mir überhaupt noch jemand helfen kann, wenn mir jemand meine Kräfte zurückgeben kann, dann ist es die Zauberin Labyrinthodontia. Aber die habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Vielleicht ist sie gar nicht mehr am Leben. Aber ja, Onkel Nissi, sie lebt und wohnt hinter ihrem Labyrinth in der Felsgrotte. Ich habe sie gestern besucht mit meinem neuen Freund Fleddy. Das ist ein Flugsaurier, der so alt ist wie ich. Und der hat mich gestern erst auf seinem Rücken mitgenommen und zu ihr hingeflogen. Weißt du was? Ich mache mich gleich auf den Weg zu ihr. Sie wird ganz sicher hierher kommen und dir helfen. Und wenn ich Fleddy unterwegs treffe, dann fliegt er mich ganz schnell zu ihr. Also bleib ganz ruhig hier und warte, bis ich mit Labyrinthodontia zurückkomme. Ha? Auf Wiedersehen, Onkel Nissi! Ein lieber Kerl, der kleine Sauri. Ach, wenn es ihm gelingen könnte, Labyrinthodontia hierher zu mir zu bringen. Durch ihre Zauberkraft und ihre Heilkräuter könnte ich wieder gesund werden. Aber ich glaube kaum, dass sie sich auf den Weg zu mir macht. Sie verlässt ja ihre Wohnung hinter dem Labyrinth fast nie. Oh, die Vulkane fangen an zu grollen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich Veränderungen
in unserer Gegend ankündigen. Und wenn der große Vulkan bei Labyrinthodontia seine Lava in den Vulkansee ergießt, bekommt der, der darin badet, neue Kräfte und bleibt wieder für sehr lange Zeit stark und gesund. Ach, wenn ich doch nur nicht so schwach wäre, dann würde ich mich selbst auf den Weg dahin machen. Aber ich kann ja kaum auf meine Beine kommen. Ja, früher, als ich noch der gefürchtete Saurus Diplodocus war, da war ich einer der schnellsten Läufer auf der ganzen Erde. Da hatte ich auch keine Angst vor den Gorgo- und Tyrannosauriern. Wenn die mich angreifen wollten, habe ich sie blitzschnell mit meinem gewaltigen Schwanz wie mit Peitschenschlägen in die Flucht geschlagen. Und mein Freund Triceratops hat sich auch nicht von ihnen einschüchtern lassen. Er grast da hinten auf der Ebene und beschützt mich. Wir beide waren in unserer Jugend die besten Freunde und unbesiegbar. Oh, ich glaube, die Vulkane werden bald Feuer speien. Aber hier in meiner Höhle bin ich sicher vor ihnen. Ach, ich werde schon wieder so müde und schläfrig. Oh, sicher werde ich. Werde ich gleich einschlafen.